die Geduld Gottes. Lieber Herr, ich brauche Geduld, aber bitte beeil dich. Lesen wir doch mal 2. Petrus. 2. Petrus. Und dann das 3. Kapitel. 2. Petri 3. Vers 8 und Vers 9. Dieses eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr säumt nicht mit der Verheißung, wie etliche es für ein Säumen halten, sondern er ist langmütig gegen uns, da er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann zur Buße habe. Raum zur Buße haben. Gottes Geduld ist ganz enorm. Wir Menschen stoßen ja sehr schnell an die Grenzen unserer Geduld. Und dann kommt schon die Frage, ist Gott nicht auch so? Hat er auch Geduld, wirklich Geduld? Eines möchte ich heute Morgen gleich vorwegnehmen. Gott übt weit mehr Geduld, als wir es je zu tun vermögen. Unsere Geduld hat immer ein Ende. Das ist bei den Männern jedenfalls so, ich weiß nicht, wie es bei den Frauen ist. Dann kochen wir über. Dann ist die Geduld zu Ende. Da stehen wir manchmal vor unseren Kindern und sagen, also jetzt ist meine Geduld aber zu Ende. Dann erheben wir drohend den Finger und unsere Kinder wissen dann, was los ist. Vor allem im Blick auf unser Versagen ist Gottes Geduld sehr groß. Was sagt der Liederdichter doch? Darf ich wiederkommen mit der gleichen Schuld? Hast du nicht verloren endlich die Geduld? Das ist also ein wirkliches Wort. Das ist der Gott des Neuen Testamentes. Aber es gibt ja keinen Gott des Alten Testamentes. Gott ist immer gleich. Im Alten wie im Neuen, wie auch in der Mitte. Da wollen wir mal aufschlagen, Psalm 103. Das ist der Psalm, der wohl so am besten bekannt ist. Den können sogar noch Ungläubige. Wenn ich eine Trauerfeier hatte, lesen Sie bitte aus Psalm 103. Naja, Psalm 103, Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Wie geht's weiter? Geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer da hadern, nicht ewiglich zürnen. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über die, so ihn fürchten. Sofern der Morgen vom Abend, der Osten vom Westen ist. Morgen, Abend, Ost und West ist. So hat er unsere Übertretung von uns entfernt. Das ist also Gott, der Vater. Er hat unendliche Geduld mit uns. Diese Tatsache haben wir es zu verdanken, dass die Menschheitsgeschichte bei Adam und Eva nicht aufgehört hat. Da hätte Gott Grund gehabt. Gott hätte sagen können, jetzt ist Feierabend, jetzt machen wir nicht weiter. Aber nein, Gottes Geduld ist ganz groß. Immer wieder übt Gott Geduld, indem er gestrauchelte, hingefallene Menschen nicht verworfen hat. Das ist ja das, was ein Diener Gottes in ganz besonderer Weise haben muss. Da kommen oft Menschen zu dir, denen hast du schon 20 Mal gesagt,
Und dann sagst du es ihnen zum 21., zum 25. und zum 30. Mal. Eine liebe Schwester in der Gemeinde, die sagte, zu dem Prediger, Bruder, können Sie nicht mal meinen Mann besuchen? Das ist eine ganz harte Nuss. Jetzt bin ich schon 30 Jahre mit ihm verheiratet, aber er kommt nicht zum Herrn. Da ging der Prediger ins Krankenhaus, hat mit ihm gesprochen, da hat er sich erstmal zur Seite gelegt. Er hat gesagt, was will ich mit dem Kerl? Und der Prediger, der wurde so ungeduldig, der machte immer mit seiner Hand und dem Fingerring an der Scheibe. Vor lauter Aufgeregtheit. Hat er ihm vorgelesen aus der Bibel. Er war stille, hat sich alles angehört, da sagte er auf Wiedersehen. Tschüss. Naja, er hat sogar noch mit ihm gebetet und ist dann gegangen, der Prediger. Hat keinen Erfolg, der kommt nicht zum Glauben. Er musste noch viel lernen, der Prediger, und vor allen Dingen Geduld. Was meinen Sie, was passiert ist? Eine Woche später kommt die, oder ein paar Tage später kommt die Frau ins Krankenhaus. Der Mann faltet die Hände, sagte zu seiner Frau, kannst du mal mit mir beten? Ich will auch Jesus haben. Der Frau blieb der Atem stocken, hat die Hände gefaltet, hat ihm ein Wort gelesen und er ist zum Glauben gekommen. Da hat man ihn gefragt, als er aus dem Krankenhaus war. Was hat dich denn eigentlich zum Glauben an Jesus geführt? Da sagte der Mann, dies hier. Wie der Prediger da an das Glas geschlagen hat, da habe ich gedacht, so ein hartes Herz hast du. So ein hartes Herz hast du, wie das Glas. Du kannst gar nicht zu Gott kommen. Und dann habe ich überlegt, wenn ich so ein hartes Herz habe, dann will ich ausprobieren, ob Gott mich noch annimmt. Und er hat mich angenommen. Da können Sie sehen, Geduld tut euch Not. Die Ungeduld ist ja was Schreckliches. Es ist eine schreckliche Eigenart. Ich weiß nicht, ob ich so viel Ungeduld habe oder so viel. Aber Geduld habe ich ganz gewiss nur so wenig. Du hast mehr. Absolut. Gottes Geduld, habe ich so gedacht, können wir auch in den Psalmen feststellen, an der Geschichte des Volkes Israel. Oh, was hatte Gott Geduld. Schlagen Sie mal auf Psalm 78, da will ich Ihnen mal was Interessantes zeigen. Psalm 78. Psalm 78. Da finden wir einen kurzen Abriss all der Wunder, die Gott getan hat. Psalm 78. Auch beim Auszug aus Ägypten. Die Verse 12 bis 16. Vor ihren Vätern hat er Wunder getan. Im Lande Ägypten, im Gefilde Zoan. Er spaltete das Meer, er führte sie hindurch und türmte die Wasser auf wie einen Damm. Er leitete sie bei einem Tag mit einer Wolke, während der ganzen Nacht mit einem hellen Feuer. Er spaltete Felsen in der Wüste, drängte sie wie mit großen Fluten. Er ließ Bäche aus dem Felsen hervorspringen und Wasser herabfließen in Strömen. Das hat er alles getan. Aber, Vers 17, dennoch fuhren sie fort, wieder ihn zu sündigen und den Höchsten zu erzürnen in der Wüste. Sie versuchten Gott, alles haben sie gemacht. Vers 32, trotz alledem sündigten sie weiter. Sie glaubten nicht an seine Wunder. Vers 34.
Wenn er sie tötete, so suchten sie ihn und kehrten sich wieder zu Gott. Dachten daran, dass Gott ihr Fels sei und Gott der Höchste ihre Erlöser. Sie heuchelten mit ihm in ihrem Munde, logen mit ihren Zungen. Denn ihr Herz war nicht aufrichtig. Das alles hat Gott ertragen. Vers 36, sie heuchelten mit ihrem Munde. Ihr Herz war nicht aufrichtig. Sie hielten nicht treu an seinem Bund. Aber was hat er gemacht? Er war barmherzig, Vers 38. Er vergab die Schuld, vertilgte sie nicht und hat oftmals seinen Zorn abgewandt und nicht allen seinen Grimm erweckt, denn er dachte daran, dass sie Fleisch sei. Ja, das ist Gott. Das ist Gott. Da meinen wir, wir könnten ihn zur Ungeduld bringen, aber das bringst du nicht fertig. Gott hat immer einen längeren Atem. Ist Gottes Geduld denn grenzenlos? Nein, sagen Sie. Woher wissen Sie das? Gottes Langmut und Gottes Geduld, die er mit seinem Volke hatte, wird in vielen Versen der Bibel beschrieben. Aber doch werden auch Situationen beschrieben, da stoßen wir an die Geduld Gottes. Da ist Gottes Geduld zu Ende. Gottes Geduld ist auch heute über uns. Aber es kommt ein Punkt, da müssen wir uns drüber im Klaren sein. Da ist die Geduld zu Ende. Als der Gottesdienst nicht mehr von Herzen geschah bei den Kindern Israel und nur noch in äußeren Formen bestand, da sagte Gott in Jesaja 1, Jesaja 1, Vers 14, eure Neumonde und Festzeiten sind meinem Herzen verhasst. Sie sind mir zur Last geworden und ich bin müde, sie zu ertragen. Da merken wir, dass die Geduld Gottes zu Ende ist. Die war zu Ende, als sie 70 Jahre, 606, nach Babel mussten. Sie war zu Ende, als die Kinder Israel des Nordreiches nach Assyrien mussten. Und sie war zu Ende 70, nachdem Christus geboren war. Wenn Menschen Gott verworfen hatten, hielt er das Gericht nicht unbeschränkt zurück. So lesen wir in Bezug auf Israel, du selbst hast mich ja verworfen, so lautet der Ausspruch des Herrn. Du hast mir den Rücken zugekehrt. Darum habe ich meine Hand gegen dich erhoben und dich zerschmettert. Ich war's, müde, mich erbitten zu lassen. Das findest du in Jeremia 15, Vers 6. Gottes Geduld hat ein Ende. Wir dürfen es nicht übertreiben und dürfen uns auf die Geduld Gottes verlassen. Sie kann plötzlich zu Ende sein. Auch in unserem persönlichen Leben wie in Israel. Dass da in Israel laufend Bomben hochgehen, das schaut sich Gott ja an. Gott sieht ja das Sterben der Kinder Israel, die durch Terroristen umkommen. Das sieht Gott. Ich bin einmal unten am Damaskustor gewesen. Da kommen von oben runter Steine. Da schlug so ein dicker Stein gerade daneben auf. Ich habe gedacht, bin noch nicht dran. Gott hat noch Geduld. Ich habe viel in Israel erlebt. Ja. Nun ja, dafür bin ich viel gereist nach Israel. Aber immer wieder habe ich gemerkt, die Geduld Gottes ist noch da. Was muss Gott einen Sack voller Geduld haben?
enorm. Geduldig und von großer Güte. Auch bei ganz bewusster Sünde, ohne Reue. Wenn einer ganz bewusst sündigt, kam zu mir ein junges Mädchen. Wir saßen so in einem großen Saal, viele junge Leute. Da setzte sie sich dann neben mich und sagte, ich habe aber Lust zu sündigen. Ich sagte, du bist verrückt. Nee, ich sündige gern. Das ist eine schöne Sache. Ich sag dir nochmal, du bist verrückt. Du hast sie nicht alle. Das Mädchen ist den Weg gegangen, den Frauen eben gehen, wenn sie auf die Straße gehen. Ich habe sie dann später aus dem Auge verloren, habe sie nicht mehr gesehen. Das ist ganz schlimm, wenn ihr eure Hände ausbreitet, sagt Gott dem Jesaja, beim Gebet verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich doch nicht darauf. Eure Hände sind voll Blutschuld. Ich kann eure Gebete, euer Schreien nicht mehr hören. Dann hat Gott zugemacht. Doch gerade bei diesem Beispiel wird deutlich, Gott wartet dennoch darauf. Schlag mal Jesaja 1 auf. Ich will dir mal was Interessantes zeigen, was dann kommt. Jesaja 1. Jesaja 1. Sprüche, Prediger. Und kurz davor, vor dem hohen Lied, da ist der Jesaja, kurz dahinter. Lies mal Vers 15. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch, was ich euch gerade gelesen habe. Aber Gott wartet darauf. Auf was wartet er denn? Vers 18, das liest mal jetzt. Ganz ruhig liest es mal. Was steht da? Kommt doch. Wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie Wolle. Sie sollen weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Purpur, sollen sie wie Wolle werden. Da bietet Gott wieder was an, Vergebung. Wie ich schon gesagt hatte, darf ich wiederkommen mit derselben Schuld. Da haben wir wieder gesündigt, dann kommen wir zum Herrn und sagen, ach, lieber Herr, es ist wieder passiert. Ach, lieber Herr, vergib mir doch bitte, es ist wieder passiert. Und immer wieder kommen wir. Ich hatte einen jungen Mann mit, der sollte mein Zeltmeister sein, im großen Zelt. Ich evangelisierte und er war mit mir. Aber er hatte eine Leidenschaft, er ging immer hinterm Zelt und machte diesen hier. Qualmte. Da habe ich ihm gesagt, lass es. Du kannst kein Zeltmeister sein, so eine Fahne von Rauch haben und dann willst du den Leuten dienen. Bist du ein Christ? Ja. Ich sage, dann lass es. Und immer wieder hörte ich ihn beten. Lieber Heiland, gib mir Kraft, gib mir Kraft. Habe ich ihn mal unterbrochen. Ich sage, hör auf, du hast schon Kraft. Aber er verfiel immer wieder. Ich sah nach abends, wie er schlich. Musste rauchen. Und dann habe ich ihm gesagt, also jetzt ist Schluss. Du kannst nicht mehr hier bleiben, wenn du weiter rauchst. Am anderen Morgen, wir waren in einer Pension nahe am See, da ging er da runter zum Seeufer. Ich ging hinter ihm her, da sagte er, ich kann nicht. Ich packe gleich meine Koffer und fahre nach Hause. Ich habe gesagt, es ist doch ein Jammer wegen so einer blöden kleinen Zigarette. So ein blödes Ding, das ein paar Pfennig kostet, dass du alles drauf gibst. Ich kann es nicht verstehen. Dann haben wir über den Maschsee geguckt, war in Hannover, den Maschsee. Ich sage, guck mal, wie die Wellen sich bewegen. Wie alles so schön ist, wie der Vater im Himmel doch Wunderbares gemacht hat. Und du meinst, du müsstest qualmen. Er hat es nicht gelassen.
Er ist gegangen und er ist aus dem Dienst Gottes gegangen. Nachher ist er Kraftfahrer geworden. Brummifahrer. Schade. Hat Gott eigentlich mit jedem Menschen Geduld? Hat Gott mit jedem Menschen Geduld? Mit großer Dankbarkeit schreibt Paulus 1. Timotheus 1, Vers 16. 1. Timotheus 1, Vers 16. Aber gerade deshalb ist mir Barmherzigkeit widerfahren, weil Christus Jesus an mir als dem Ersten die ganze Fülle seiner Langmut erweisen wollte, um an mir vorbildlich darzustellen, was für Menschen künftig hin durch den Glauben an ihn zum ewigen Leben gelangen würden. So wie bei Paulus gilt das auch bei allen anderen Menschen. Gott hat Geduld. Wenn wir bedenken, dass wir einst im ungläubigen Zustand alle, wir Menschen, unter dem Zorne Gottes standen, so gibt uns diese Aussage des Paulus viel Grund zur Dankbarkeit. Weißt du, wofür du mal danken musst? Für Gottes unendliche Geduld. Es ist nicht das eifrige Suchen von uns Menschen, nein. Es ist Gottes langes Warten. Er wartet doch auf manche Menschen. Ein Leben lang. Ich war im Appenzeller Land, habe evangelisiert. Und wenn sie da so eine ältere Frau hatten, die war schon über der 80, die konnte nicht mehr. Das Gebiss, nicht wahr, war im, auf dem Nachkonsölchen, im Wasserglas. Ja, ich sage gerne, ich habe. Und dann fing sie an zu weinen. Die alte Frau saß vor mir und weinte. Ich sage, warum weinen Sie? Ach, nicht über meine Sünden, das habe ich verstanden. Ich weine, weil ich die Geduld Gottes so lange auf den Prüfstand gestellt habe. Ich habe manche alte Karpfen aus dem Wasser gezogen. Manche alte Karpfen, ich meine das bildlich für Menschen. Die hatten schon so eine Moosschicht auf den Rücken. Aber bekehrt haben sie sich nicht. Die Kinder waren ihnen ein Beispiel. Und dann in der letzten Stunde, als sie merkten, jetzt, als der hier wackelte, da kamen sie zum Glauben. Ja, ich habe es erlebt. Ich habe es erlebt, ich kann es immer wieder sagen, ich habe es erlebt, wie auch ältere Menschen zum Glauben gekommen sind. Wissen Sie, warum ältere Menschen so schlecht zum Glauben kommen? Weil sie sich nicht eingestehen wollen, dass sie ihr Leben umsonst gelebt haben. Unser Leben ist umsonst gelebt, wenn wir es Christus nicht gegeben haben. Ich bin so dankbar. Als ich aus dem Krieg kam, ich hatte nur 2 Stunden Gefangenschaft, dann ließen mich die Amis wieder laufen. Naja, da habe ich meiner Mutter gedankt. Die stand nämlich oben in dem Heimatort. Da war unsere Einheit und dann stand meine Mutter da oben und ich schrie und rief immer, Friedrich, Friedrich! Und der Soldier, der stand mit seiner Knarre da und sagte, Your mother? Ich sage, yes. Oh, go on. Da ließ er mich laufen. Da war ich kein Gefangener mehr. Da habe ich meiner Mutter gedankt. Aber als ich dann ins Zelt kam und ich hörte den Evangelisten, dass er sagte, wer hat den Herrn Jesus noch nicht? Ich drehte mich so halb um. Mache ich so ganz leicht so. Dann steh mal auf. Stand ich auf. Und da habe ich gedacht, jetzt musst du zu Jesus kommen. Da bin ich gekommen.
Da habe ich gedankt, dass Gott so lange mit mir Geduld hatte. Da war ich 21 Jahre alt. Und was hat Gott Geduld mit uns? Wohl allen, die seine Geduld nicht verachten, die sich durch seine Güte, durch seine Barmherzigkeit, durch seine Geduld zur Buße führen lassen. Verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Erkennst du denn nicht, dass dich die Güte Gottes zur Buße leitet? Oh. Wir müssen täglich für Gottes Geduld dankbar sein. Falte ruhig mal die Hände und sage, Vater, ich danke dir für deine Geduld, die du mit mir Ungeduldigen hast. Noch etwas, das möchte ich dir zum Schluss sagen. Gott hat eine andere Uhr. Hast du verstanden? Wir haben eine Armbanduhr, eine Taschenuhr. Wir haben hier solche Uhren, die du einstellen kannst, wann du zu predigen aufhörst oder anfängst. Aber Gott hat eine andere Uhr. Was sagt er? Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und meine Wege sind nicht eure Wege. So lautet der Ausspruch des Herrn. Gott denkt und Gott rechnet anders als wir. Das kommt in dem Kapitel vom 2. Petrusbrief zutage, was wir am Anfang gelesen hatten, 2. Petri 3. Dass ein Tag beim Herrn 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Wir haben also jetzt erst 6 Tage hinter uns. 6000 Jahre. Die andere Uhr Gottes verursacht zuweilen bei Menschen Probleme. Bei uns muss immer alles nach der Uhr gehen. Wehe, er verspätet sich. Oh, oh. Wir können das vorerst gar nicht verstehen. Da kamen die Jünger und sagten ihm, Meister, du musst dich beeilen. Dein Freund Lazarus liegt im Sterben. Ja. Als er dann endlich eintraf, war er schon tot. Da lag er schon 4 Tage und... Ah, wärst du doch eher da gewesen. Doch für Jesus Christus war es der geeigneteste Zeitpunkt, um Gottes Macht über den Tod kundzutun. Er kam immer richtig. Er kam nie zu spät. Kommt immer richtig, auch in deinem Leben. Auch wir heutigen Christen leben schwer mit der Spannung, die sich zwischen Gottes Uhr und unserer Uhr ergibt. Ist immer eine Spannung. Einerseits wollen wir im völligen Vertrauen zu Gott leben. Und wir sagen morgens, lieber Heiland, führe und leite mich. Und dann gehen wir unsere eigenen Wege. Andererseits benutzen wir die Uhr und den Kalender. Und wir werden manchmal von der Uhr und vom Kalender bestimmt. Ich habe oben meine Pläne liegen für das Jahr 2003. Ich habe schon die Pläne liegen für 2004. Ich sagte zu meinem Sohn, er hatte seiner Sekretärin das gesagt und die hatte das schon mal 2004. Ich sagte, du planst aber weit voraus. Vater, sagt er, wir müssen planen. Naja. Wir halten nichts davon, dass Gott uns auch mal führen kann. Das, was wir aufsetzen für 2003 und 2004, das ist von Gott. Schluss. Manchmal kommt es aber anders. Da kommt es ganz anders. Da ist zum Beispiel ein Krankheitsfall. Oh. Dann hat jemand gekündigt. Oh.
dann ist ein Todesfall. Ah, dann müssen wir die Pläne ändern. Aber wer hat sie geändert? Gott hat sie geändert. Wie schnell halten wir jemand seine Unpünktlichkeit vor, wenn er sich verspätet hat? Ob Gott das auch tun würde? Gottes Uhr wird nicht von Zahnrädern angetrieben, sondern von seiner Liebe. Die Uhr Gottes läuft, weil er uns lieb hat. Und da hat er andere Maßstäbe, ganz andere Maßstäbe. Diese Uhr Gottes ist im Vergleich zu unseren Zahnraduhren oder wie wir sie nennen, Digitaluhren, anders. Unsere Herzen leider nicht. Hier liegt das eigentliche Problem. Wohl uns, wenn durch das Lesen des Wortes Gottes und die Gemeinschaft, die wir haben, untereinander und mit dem Herrn, die Gedanken Gottes auch manchmal in unseren Zeitrahmen eingeplant werden. Wir brauchen das. Dann wird nicht unsere Ungeduld, sondern Gottes Geduld unsere Zeit und vor allen Dingen die Beziehung zum Nächsten gepflegt. Bestimmt, ganz bestimmt, verlass dich darauf. Gott versäumt die Erfüllung seiner Verheißungen nicht. Jetzt schon hat er festgelegt, wann der Herr Jesus wiederkommen wird. Das ist an einem ganz bestimmten Tag. Aber Gottes Geduld geht so weit, dass er sogar das Gericht über eine Stadt aufhält. Weißt du wo? Bei Jona in Ninive. Da hat er die Stadt nicht zerstört, weil sie Buße getan hatten. Gott lässt sich manchmal in seiner Geduld prüfen. So fragen die Märtyrer auch in Offenbarung 6. Verziehst du noch nicht mit dem Gericht und rächst unser Blut nicht an den Bewohnern der Erde? Vers 11 bekommen sie von Gott zur Antwort. Sie möchten sich noch eine kurze Zeit gedulden, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollzählig wären. Das ist Gott. Gottes Geduld hat ein Ende, ja. Aber Gottes Geduld ist endlos. Prüfe ihn darin nicht. Du hast es nicht nötig. Und wie ist deine Geduld? Ich denke, wir wollen lieber beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir wissen, dass du geduldig bist und von großer Güte, dass deine Erbarmungen noch nicht zu Ende sind. Auch jetzt hast du noch Geduld mit den vielen Menschen, lieber Herr, die um uns sind, ganz nah bei uns sind. Wir danken dir dafür. Herr, wir bitten dich für unsere Kinder, die noch nicht auf dem Wege sind, für unsere Geschwister, für unsere Eltern. Herr, hab Geduld und segne uns. Wir danken dir dafür. Amen.